Au, und da sind wir wieder bei Gothic Elevation Mod. Das ist Games DTO und das hier ist Diego. So, bevor wir jetzt zurück in Mintal kommen, brauche ich noch ein paar Platten, ne? Also es geht jetzt, also was ich diese Folge machen will, ich will auf jeden Fall zurückkommen ins Corinius, aber ich will mir auch neue Rüstung besorgen. Und deshalb sehen wir uns gleich bei einer der Minen. Da unten, wo Xardos Turm ist. So, da sind wir wieder. Hier sind Wölfe. Die will ich ein bisschen aus dem Weg gehen. Nicht wegen Wölfe, also nicht wegen Wolf. Sondern wegen die Waage da. Die haben wir ein bisschen keine Chance. Aber ich denke mal, ich kann so unauffällig, auffällig durchsprinten. So, und das ist die Schürfstelle, wo Diego mal gearbeitet hat. So, und ja, das hat nicht besonders guten Schicksal erlitten, wie du sehen kannst. Hier ist nämlich ein toller, toter Paladin. Alte Münzen, bisschen Gold, lass mal gucken. Das sind die Schürfstelle, wo wir noch nicht waren, ne? Nicht wirklich. So, da haben wir ein paar Lederbeutel. Und ja, ich will einfach nur Platten haben. Von diesem Minecrawler. Darum geht's mir. Deshalb bin ich auch hier. So, ersten haben wir schon mal erledigt. Jetzt will ich nicht abbauen. So. Den können wir noch plündern. Und den. Und den. Und hier ist noch ein Minecrawler. Und es ist noch mehr Minecrawler. So, lass mich die erstmal in Ruhe. Und da haben sich einige versammelt. Ja, ich weiß nicht, ob ich gegen so viele auf einmal Chance habe. Lass uns erstmal oben gucken. Erstmal oben gucken. Und dann kommen wir hier wieder zurück. Okay, hier ist eine Truhe. Sensenheilung. Truhe zum Knacken. Okay, 50 Gold, nicht schlecht. Und ein Heiltrank, ne? Ne, wir holen das. Okay, wir holen. Gold, Kohle ist doch besser. Ja, was ist los hier? Eisen abbauen. Eisenerz abgebaut. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist noch edles Langschwert. Edles Langschwert. Was haben wir? Wir haben auch schon... Warte. Edles Langschwert braucht 70 Stärke. Wie viel haben wir? 10 fehlen uns. Können wir noch investieren. Aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich zurück bin, für weitere Sprache ausgeben. Ich glaube, der Kämpfer, Sprache der Kämpfer und so erfunden abbauen hier von Jacken dann, die Typen da. Aber lass mal erstmal Eisenerz abbauen. Deswegen sind wir auch hier, damit wir schön abbauen können. So, hier ist nichts mehr. Dann wollen wir mal die Horde vom... von diesen Viechern hier vernichten. Den wir erstmal davor speichern. Sicher, sicher. Und jetzt lassen wir die alle vernichten. Kommt her, Mistviecher. Ah, nicht, dass es doch zu viele wird. So. Ein Mist für weniger. Und dann drüben ist scheißegal, die haben ihre Futter bekommen. So, lass mal weiter vernichten. Stufenaufstieg, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, na, weiter vernichten. Noch mehr Platten. Silvestro, Notiz. Silvestro hat eine Notiz, lass mal lesen. Dick, 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 dick. Brief an Lothago. Nein. So, Silvestros Notiz. Interessant. So, von Silvestro. Paladin des Königs, ein weiterer Tag Schäferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein gutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen.
Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Herz muss unter allen Umständen geschützt werden, deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten, langlebe der König. So, hier hätten wir tatsächlich, wenn wir nach Karte gelaufen wären, nichts zu plündern. Wir waren ja direkt bei Diego, würden wir hier erfahren, dass das Herz nicht mehr hier ist. Nichts zu holen, hat er ja schon gesagt, und trotzdem versuche ich was zu holen. So, speichern wir mal. Das sind schon ein bisschen ernstere Minecrawler, die wir aber auch vernichten werden. Dieser Kleine hinter mir interessiert mich nicht mal. Ich will erstmal den vernichten. So, jetzt bist du dran. Aha. So, eine goldene schwarze Perle. Goldene Statuette. Hier gibt es auf jeden Fall einen guten Versteck für Loot-Sachen. Knochen, ein Skelett. Das wollte ich schon mal immer haben. Glaub mir das. So, und dann. Hier liegt einfach so eine Minecrawler-Platte rum. Warum nicht? Das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Und hier sind Eier. Normalerweise, da wo Eier sind, müsste eigentlich Minecrawler-Königin sein, aber die haben wir doch schon im ersten Teil vernichtet. So. Dann lass mal gucken. Lass mal das jetzt mal aufmachen. Gold nehme ich immer. So, Diegos altes Lederbeutel lassen wir noch zu. Dann. Was wollte ich noch gucken? Wir haben doch noch was bekommen. So, hier. Hier. Lehrer. Hier ist voll. Nichts zu holen. Wie? Da war nichts. Schade, da war nichts, aber was soll's. Ist halt so. Auch wenn es schade ist. Denn da war nichts. So, Silvester ist tot. Wir haben, wie viele Platten haben wir jetzt gesammelt? Insgesamt nicht schlecht. 13, das ist schon mehr als genug. Ich habe vor allem einen Schürfsteller von Inkorinus noch für mich für spät aufgehoben, ne? Weißt du noch? Waffen, da ist nichts zu holen. So, und ich würde sagen, da wir hier nichts mehr verloren haben, bis auf diesen Knochen und den Skelett, was ich jetzt auch aufgehoben habe, weil ich das und diese auch ganz wichtig. Diese ist okay. Oh, kleinen Lederbeutel, das habe ich natürlich übersehen. So, Skelett. Wozu ich das auch immer brauche, keine Ahnung wozu, aber Hauptsache ich habe es. Verstehst du diese? So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder am Pass. Am Pass beim Diego. Wir werden noch nicht hier rumlaufen, ja, weil es noch ein bisschen zu gefährlich ist. So, da sind wir wieder bei Diego und jetzt lass mal zurück ins Korinnes kehren. Und da sind wir, Kapitel 3, das Auge Inos. Kapitel 3, das Auge Inos sind wir schon. Ab jetzt wird alles viel, viel ernster und viel, viel schwerer. Warum liegen die Wölfe hier immer noch rum? Das ist nicht gut für Speicher, wenn die Toten noch immer da liegen. Ich kann die nicht mehr looten. Ja, in dieser Modifikation, man kann es noch in irgendwo deaktivieren, aber wenn du eine Person tötest, normalerweise verschwinden die Leichen alles, sobald dich entfernst, weit genug. Bei dem aber nicht. So, solange die nicht gelootet sind oder irgendwas Dings haben, verschwinden die einfach nicht. So. Und ja. Wir gehen zurück. Sehen gleich einen schwarzen Mann in der Kapuze. Hier müssen wir speichern. Ich will nicht wirklich mit denen reden. Das ist nicht gut für unsere Gesundheit, wenn wir mit dem reden. So, der ist anfangs verdammt stark, diese Mistviecher. Das nehme ich noch mit. Und wir haben hier Drachensnapper. Dafür werde ich das verschwenden. Für den Suchenden verschwende ich das. So. Lass mal noch angreifen, was los hier.
Jawohl, jawohl, jawohl. Du siehst schon bei Drachensnapper, wie viel da schon Schaden gemacht hat. Und bei uns wäre das. Oh. Teleporter zum Pass, der hat die arme Leute umgebracht, einfach so. Und die waren noch so jung. Die hatten noch vor so viele Tore vor sich bewachen können. Also noch mehr von diesen Typen, die müssen wir auf jeden Fall anfangs aus dem Weg gehen. Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Okay, der hat Teleport zum Xardas gemacht, was wir uns gegeben, was wir nicht nutzen werden. Ja, ja, ich gehe gegen das System. Oh, Blauflieder, das nehme ich mit. So, den. Drachensnapper. Suchende, Suchende. Lass mal irgendwie an die vorbei. Einfach so dazwischen. So, ich will mir auf jeden Fall. Ah, Schnauze. So, ich will zuerst mir Minecraft Plattenrüstung besorgen. Das, was dieser eine Jäger auch hat. Lass mal zunächst diesen Bauern hier ansprechen, wie du sicher schon gemerkt hast, sieht auf einmal so leer aus. Wo sind die Leute hin? Nur der Bauer ist da. Lass mal mit denen reden. Wer ist Balthasar? Warte. Die Miliz ist weg und Balthasar kann wieder auf dein Land. Wer ist Balthasar? Habe ich mit dem mal gesprochen? Die Miliz ist weg und Balthasar kann wieder auf dein Land. Wieso? Weil ich es gesagt habe. Na gut, wie du meinst. Soll er sich hinter dem Feld eine Stelle mit seinen Viechern suchen? Wer ist Balthasar? Schafshirte oder so? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Malak ist verschwunden und hat alles und jeden mitgenommen, der für mich arbeiten wollte. Er sagte, er wollte in die Berge. Er hat es hier nicht mehr ausgehalten. Die Horden von Monstern, die täglich aus dem Pass aufs Weidenplateau kommen, machen mich ganz fertig. Wenn ich wenigstens ein paar Helfer oder Söldner hätte. Es gab sogar schon mal einen, der für mich arbeiten wollte. Er hat es dann aber doch nicht getan. Ich glaube, Wolf war sein Name. Ah, gut, das spürt schon das wieder. Wird schon wieder. Ohne Malak läuft hier gar nichts mehr. Wenn nicht bald etwas passiert, muss ich meinen Hof aufgeben. Hoffentlich kommt er bald zurück. Hoffentlich, hoffentlich. Dann lass mal den Söldner Wolf ansprechen und sagen, ey, hast keine Arbeit oder was? Ich hab was für dich. Dann schnell Lee ansprechen. Lass mal erstmal den hier ansprechen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube, hast du nicht gewusst. So wie du aussiehst, hast du wohl woanders angeheuert. Ja, ja, ja. Nichts mit dir zu tun hat. Schnauze. Hey, mir hatte das nicht. War genau so, wie du sagst. Ich hab gehört, du kannst Rüstung aus Crawlerplatten herstellen? Stimmt. Von wem hast du das gehört? Was ich glaube, ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawlerplatten. Dann mache ich dir eine. So, zufällig habe ich schon 10. Dafür haben? Na, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Normalerweise müssten wir wissen, dass der Minecraft-Plattenrüstung herstellen kann, auch schon aus Gold G1, ne? Ich hab die Crawler-Platten für die Rüstung. Gut, immer her damit. Okay, wo ist die Rüstung? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen wieder. Okay, so. Job haben wir für den. Ich hab vielleicht einen Job für dich. Auf Bengas Hof. Das hören. Der Pass zum Minental mündet genau in Bengas Bauern. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengas Hof verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Abgemacht. Und weil du einer von uns bist, mache ich dir auch einen fairen Preis. Gib mir 300 Goldmünzen. Ah, ich muss dafür zahlen? Das kann doch Benga zahlen. Ja gut, hier ist dein Geld. Hier ist dein Gold. Gut, dann wollen wir mal den Biestern auf die Pelle rücken. Mal ja, sehen, mal, wen ich hier auf dem Hof noch anwerben kann. Wir sehen uns. Ja, ja, wir sehen uns und wir gehen jetzt schnell zu Lee und danach, direkt danach kümmern wir uns um Malak. Malak, Malak, wo ist Lee? Lee, wo bist du? Dann gehe ich erstmal pennen. Dann will ich erstmal schlafen. Ich gehe erstmal schlafen. Schlafenszeit. Bis zum Mittag. So, hier müsste jetzt der Lied da sein. Ne?
So, wie kriege ich diese verpackte Mist weg? Erstmal safe und direkt Lord. Das, was dann in der Hand ist. Dieser Zauberdings hier effekt. Hat sich verpackt. Einfach so. Noch der Zauber von Drachensnapper. Jawohl, wir haben einfach so einen Bug gefixt. Freeze, gone. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Okay, was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erst... Und dann? Mal sehen. Jemand sollte ein... Ich denke... Und dann? Okay. So, Lee. Hey. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Okay, ich habe Gorn befreit. Was ist los hier? Ich habe Gorn befreit. Ja, er hat mir schon davon berichtet. Gute Arbeit. Er ist mehr wert als Silvia und seine Jungs zusammen. Ich komme aus dem Minental. Was ist los hier? Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Und wenn nicht, dann werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Alles klar. Hast du noch eine bessere? Nein, ich will keine bessere Rüstung haben. Das können wir nochmal fragen. Hast du noch was zu tun für mich? Du kriegst den Hals nicht voll, was? Du hast doch so schon genug Ärger. Was willst du denn noch? Noch einen Job. Ich bin Söldner, schon vergessen? In Ordnung. Ich hab da was. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich habe mit dem Richter der Stadt noch eine Rechnung offen. Am liebsten würde ich die Sache selbst erledigen. Die Paladine würden mich aber nicht mal nahe genug an sein Haus lassen, um mit einem Stein nach ihm werfen zu können. Die Sache muss schon ein bisschen durchdachter ablaufen. Also pass auf. Du wirst zum Richter gehen und ihm deine Dienste anbieten. Du wirst versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen und irgendwelche schmierigen Aufträge für ihn erledigen, bis du etwas Belastendes gegen ihn finden kannst. Der Kerl hat so viel Dreck am Stecken, dass es zum Himmel stinkt. Bring mir etwas, womit ich ihn bei der Miliz anschwärzen kann, sodass er für den Rest seines Lebens im Knast verschimmelt. Ich will aber nicht, dass du ihn umbringst. Das wäre viel zu schnell. Ich will, dass er leidet, verstehst du? Meinst du, du kriegst das hin? Klar, kein Problem. Wie viel noch? Kein Problem. Wie viel? Deine Belohnung hängt davon ab, was du mir bringst. Also streng dich an. Okay, also bessere Rüstung will ich nicht von denen haben. Wir holen uns eine bessere Rüstung. Okay, Schutz vor Waffen wird wahrscheinlich die schwere Söldnerrüstung besser sein, aber nicht bei Alessandra. Wo hast du dich rumgetrieben? Also geht dich ein Scheißdreck an. Dort gibt es Drachen. Sie haben den Paladinen ganz schön zugesetzt. So, dann ist an den Geschichten also tatsächlich was dran. Das wird Lee interessieren. So, hast du was für mich? Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst einmal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Das ist wirklich nicht mein Problem. So einfach wird das nur nicht mit dem Typen da sein, aber wir müssen schon in der Richtung. Deshalb gehen wir auch in der Richtung in unseren sicheren Tod. So, hier ist Gort übrigens. Und damit du es weißt, dass hier Gort ist. Denn hier ist er, wenn du mir das nicht geglaubt hast. So, und da
da wird ein Suchender im Weg sein. Genau der. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihn am besten loswerde. Der wird mich einfach so, sofort angreifen. Ich glaube, der wird mich einfach sofort angreifen. Vielleicht kann ich auch ihn ein bisschen mit Armbrust töten. Ah, ich glaube, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich versuche mein Glück, auch wenn er mich gleich umbringen wird. So einfach geht das mit Suchenden. Ah, die sind schwierig. Ich brauche mehr Stärke, mehr Schutz, mehr Stärke auf jeden Fall. Vor allem, die haben jetzt andere Zauber, ne? In der klassischen haben die ganz normale Feuerbälle und hier hat er so einen komischen Blitz, deshalb rennen wir einfach an den vorbei. In der Hoffnung, dass der mich dann einfach in Ruhe lässt. Daneben, du Loser. Daneben. Hier ist Malak übrigens, zu dem kommen wir gleich. Erstmal müssen wir hier ein paar Suchende abhängen. Also einen. Ausgerechnet den wir auch umbringen müssen. So, spätestens hier muss der jetzt von uns... Hat er sich jetzt beruhigt. So, Malak, mein Freund. Hey. Was machst du hier? Ich bin von Bengas Hof hierher geflüchtet. Ich hatte keine Lust, mich von dem ganzen Viehzeugs, das aus dem Pass kam, niedermachen zu lassen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da für Kreaturen in den letzten Tagen aus dem Pass herausgekommen sind. Ich kann. Wie ist es hier? Ich muss mich hier nur mit Banditen herumärgern. Das ist das kleinere Übel. Aber die sind doch tot. Benga braucht dich. Benga braucht dich. Er will, dass du zu seinem Hof zurückkommst. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Solange wir auf dem Hof schutzlos leben müssen, bewege ich mich hier keinen Meter weg. Ich habe einen Söldner angeheuert. Er wird auf den Hof Acht geben. Na, das ist natürlich etwas anderes. Aber Moment mal. Wer bezahlt den Kerl denn? Das ist mein Problem. Keine Chance, Nein zu sagen, was? Nein. Zurück an die Arbeit. Gut, dann gehe ich zurück. Hoffentlich taugt der Junge was. Na, zurück an die Arbeit. So, wenn der jetzt vorbeiläuft, dann suchen wir kein Problem. Weißt du, mich greift er sofort an. Aber die sind auch nur wegen mir hier. Schnauze, Mann. So. Dann wollen wir schnell noch unsere Rüstung abholen. Doch ordentlichen Schutz hat. Auf jeden Fall. Außer Schutz vor Waffen. Ist, glaube ich, in anderen Punkten besser als die schwere Söldnerrüstung. Ja, ich habe es schon gesehen. Schrei mich nicht an. So, Pflanze. So, gehen wir hoch. Und dann sprechen wir Benga an. Malak müsste sich jetzt auch hier schon teleportiert haben. Ja, das stimmt sogar auch. Da sind die auch alle. Malak, alle haben Teleporterzauber zu ihren Höfe. Nur ich nicht. So. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. Oh, danach, wir haben sogar 100 Goldgewinn gemacht. Malak ist wieder da. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde ihn nie wiedersehen. Okay, das wird schon. Das wird schon wieder. Malak ist zwar wieder da, aber die Situation hat sich kaum verändert. Wenn kein Wunder geschieht, werden wir hier alle noch zugrunde gehen. Ja, und ich gehe jetzt eine Runde in deine Hütte schlafen. Mir ist egal, was du da sagst. Bis zum nächsten Mittag. Ich will jetzt endlich meine Kraulerrüstung haben. So, am besten schlafe ich nochmal. Also 2 Tage. Müsste doch schon längst fertig haben. So, am besten schlafe ich jetzt nicht nochmal. Und du hast gedacht, ich würde nochmal schlafen, ne? Aber nein, so ist es nicht. So einfach ist es nicht. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorgestellt hast. Denn hier vorne ist auch der Wolf schon. Hey. 2 weiteren Söldner. Okay, wo ist die Rüstung? Ich hab sie fertig. Hier ist sie. Ist ziemlich gut geworden, finde ich. Danke. Nicht der Rede wert.
Ist ziemlich gut geworden. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Klar, alles ruhig. So, da haben wir unsere Rüstung. Nicht schlecht, dieser. Nächster. Da ist sie. So, ich glaube, die Schwere der seltenen Rüstung hat Schutz vor Waffen, glaube ich, 80% oder 85%. Aber alles andere ist bei dem Dings hier besser. Vor Pfeile, vor Feuer, vor Magie, das ist nicht gut. Denn wenn die Suchen noch Schutz vor Feuer, also wenn die Feuerbälle noch benutzen, wäre das natürlich bessere Rüstung, aber Magie. Bei seltener Rüstung ist alles andere auch auf 15, so. Schutz vor Feuer und Schutz vor Magie 15. Die haben ja wenigstens vor Feuer 40. Ja, und damit hätten wir unsere Crawler-Rüstung. So, dann würde ich sagen, das schaffen wir eh nicht. Wir könnten... was könnten wir? So, Waffenhändler der Banditen. Okay, da müssen wir Fernando ansprechen nochmal. Dann gibt es zusätzliche Quests, damit wir noch ein paar Informationen haben. Und dann können wir den verpfeifen. Das sind einfach extra Dings hier, extra Erfahrungspunkte, was wir abstauben können. Das ist ja erst im dritten Kapitel, diese abgeben. Diese, verstehst du diese? Also, das haben wir schon mal ausgekramt gehabt, ne? Greg sagte, da ist nichts. Seitdem Greg hat sich nochmal vergraben. Bin gespannt. Schade, ich dachte, er hat die nochmal vergraben. Ja gut, teleportieren wir uns zum Xaldas, wie Lester das einmal meinte. So, das brauchen wir nicht. Xaldas, Pascorinius, Großbauernhof. Und wir gehen zum Xaldas. Oh, steck die Waffe weg. Das ist so schlecht, steck das Ding weg. So, Xaldas müsste um der Zeit bestimmt ganz oben sein, am Chillen. Ah, ich krieg gleich Kopfschmerzen. Also, was heißt Kopfschmerzen? Mir wird gleich schwindelig. Dieses Rumgerenne. Früher, die Leiter, ne? Der ist nicht da, okay. Dann können wir mal vielleicht hier knacken. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht, weil wir das noch nicht konnten. Deshalb mache ich das einfach jetzt. Ist okay, ist okay. An sich ist okay. Ist okay, gibt's hier noch was zu holen? Sonst nichts, sonst waren wir wie so ein Staubsauger und haben alles gelootet, ne? Hier sind noch zwei Drohnen. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Naja, so, geht schon. Ach, Mann. Ah, wie das auf den Nerven geht, ey. So, was habe ich jetzt probiert? Na. Ja, geht doch. Geht doch. Ist okay. Gold ist immer gut. Gold ist immer gut, jetzt gehen wir wieder runter. Ach,
Nein, hier sind wir zu weit runter. Da, genau hier. Genau. So, das willst du mich verarschen, wo bist du überhaupt? Xaldas, willst du mich... wo ist Xaldas hin? So. Er wollte mich sofort sehen. Empfängt mich aber... Ah, hier bist du. Okay, hallo. Hey. Die Wassermagier haben ein Portal zu einem unbekannten Teil der Insel entdeckt. Interessant. Sobald du etwas finden solltest, was uns wirklich weiterhilft, berichte mir davon. Irgendwo dort könnte das Artefakt Belias verborgen sein. Finde es. Er steht nicht auf Zwischenbericht anscheinend, so. Ich glaube, ich würde... dürfte man jetzt nicht nochmal danach fragen, sonst nicht, dass du ausrastest und uns hier umbringt. Aber lass mal fragen. Wegen des unbekannten Teils der Insel. Belästige mich nicht mit Details. Ja. Komm wieder, wenn du wirklich etwas Brauchbares gefunden hast. Er will komplett die Lösung haben. Also, Endergebnis will er haben. Und nicht irgendwie so ein Zwischenbericht oder so. Ich bin zurück aus dem Minental. Es wurde auch Zeit. Sorry. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Korinnes angreifen. So, was zur Hölle ist hier passiert? Lister sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. So, bin von Dings hier angegriffen worden. Ich bin von Magiern in schwarzen Roben angegriffen worden. Der Feind hat viele Gesichter. Die Suchenden sind eines davon. Sie sind die eigentlichen Drahtzieher des Feindes. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Stellung begeben und warten nur noch auf eine Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Geh ihnen aus dem Weg. Sie sind sehr mächtige, magische Wesen und werden versuchen, dich mit allen Mitteln aufzuhalten. Ich habe den Beweis. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat. Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine Minental, erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Was ist der nächste Schritt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond, damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Alles klar, so, aber wir werden noch nicht den Bericht erstatten an Lord Hagen oder den Beweis zu bringen. Wir erledigen erstmal wieder ein paar kleine Quests hier. So, Raven's Clown, wir geben ein paar Quests einfach ab, genauso wie Colons alte Hütte. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der Stadt wieder. So, da sind wir wieder in der Stadt. Und ich würde sagen, sollte nicht hier Diego sein? Ja gut, eigentlich sollte hier sein, aber hier ist er irgendwie nicht. Deshalb sprechen wir jetzt erstmal Fernando an. Was ist der? Ja. Hey du. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich mich auf keine krummen Geschäfte mehr ein. So viel ist sicher. Womit verdienst du jetzt? Ich weiß es. Ja gut, ich habe Mist gemacht. Ich hätte noch nicht um sein Geständnis bitten sollen.
Das war tatsächlich mein Fehler. Jetzt weißt du ja, für was ich arbeite oder so. Er kennt mich ja jetzt und so. Mein Fehler, okay, aber das wären nur 150 XP, glaube ich, gewesen für seine Mission. Das ist einfach nur Bericht halt über die Situation in Minental. Deshalb sprechen wir jetzt hier Diego an. Gut, hier ist er. Du musst mir helfen. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Gut, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Gut, pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zurzeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Dieser kleine Schatz, was er da versteckt hat, das war dieser Lederbeutel am Pasta, einfach so oben auf dem Bretterlack. Keine Ahnung, warum ich das in Gold ganz nicht gesehen habe, aber so sicher hat er diesen Schatz versteckt. Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Spar dir deinen Kommentar. Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. So, ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Und hier ist dein Gold. Ich habe dein Gold gefunden. Gut, zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Alles klar, lass mal jetzt mal diesen Brief lesen. Es ist auch schon. So, Gerbrand, du hättest mich lieber töten sollen und punkt. Also die haben irgendwas nicht mit nichts geteilt, weißt du, so irgendwie uneinig gewesen. Gerbrand hat dazu gebracht, dass Diego in Kolonie geworfen wird. Aber wir hatten schon geahnt, dass irgendein dämlicher Namenloser einfach die Barriere zerstören wird. So, also hätte ja keinen geahnt, ne? Deshalb sprechen wir Gerbrand hier an. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Nur da. Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Okay, gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Na du doch. Und dein Freund Diego haben schon genug Gesicht Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe! Scheiße! Nichts wie weg! Alter, ihr seid alle Magier, ey. Wie schnell ihr euch teleportiert habt. Ich hab den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Hast doch gerade selbst gesehen. Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Das stimmt.
Was mit Gerbrand? Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt der nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Gut, zurück. Zurück. Wir werden jetzt keine Lernpunkte verschwenden. Nur für ein was werden wir Lernpunkte verschwenden. So. Aber wir gehen jetzt zum Gawalon und geben ihm sein Erz wieder. Sein Erzbrocken, was wir in seiner alten Hütte gefunden haben. Das kriegt er jetzt einfach wieder. Und da ist es gut. Alle sind zufrieden. Hier ist er. Und er hat sich endlich was angezogen. Ja, das davor halt, das ist typischer kleiner Bug oder kleiner Skriptfehler gewesen von Entwicklung aus. So. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Haben. 50 Erfahrungspunkte sind nur 50 Erfahrungspunkte. Hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladines hatten. Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Ja, und ich weiß jetzt auch, was du da wolltest. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Was hättest du auch sonst bei der alten Bretterbude zu suchen? Da ist nichts mehr. Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Nein, so wenn wir, weil wir einen Lederbeutel aufgemacht haben. Aber einen Erzbrocken kriegt er wieder. Nein, aber ich habe hier einen Erzbrocken. Auch gut. Und Innos. So. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Korinis so wertvoll ist. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Gut, da hat er recht. Ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Ich hab ihn dir doch schon gegeben. Ah, so gut. Gib mir 100 Goldmünzen. Dann gebe ich dir dein Erz zurück. Licht, abgemacht. Und keine Dunkelheit. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Und alles klar. So, ich will ich nicht. Jetzt gehen wir zu Martin. Martin hieß der? Ja, Martin, glaube ich, hieß der, oder? Oder hieß der Martin? Ich glaube, der hieß Martin. Kann auch sein, dass er auch Martin hieß, aber ich glaube eher so Martin hieß der auch so. Könnte auch Martin sein, ja. Aber Martin ist das gewesen. Und dann den verpfeifen wir jetzt hier, den Fernando. Ja, mein Fehler gewesen. Ich hätte noch, wie gesagt, noch nicht hier den konfrontieren müssen. So, denn ab jetzt kennt er uns und weiß, dass der uns nichts falsch erzählen soll. Der hätte uns, sonst, ja, hätte ich im ersten Kapitel auch schon direkt diese Mission fertig machen können. Ja gut, 150 Erfahrungspunkte sind mir halt nicht. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Ich denke, das reicht. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Ja, dann gehen wir zu Watras und sagen, wie gut wir es doch sind. Was haben die ohne uns gemacht? Gar nichts, gar nichts. Wäre nur Chaos, es gäbe kein Gleichgewicht. Ich bin Adanos. Und nicht Adanos, ist Adanos. Ja gut, gehen wir zum Watras. Und geben die Quest ab. Das ist noch aktiv, oder? Also wir sollten... Ja, geben wir Quest ab. Ja, ist gut. Alles gut, Valentino haben wir auch schon verprügelt. Einfach mal so, aus Scheiß. Ach, hier. Watras. Wegen dieses Waffenhändlers.
Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker so bald nicht mehr verlässt. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Möge Adanos deinen Weg erleuchten. Ja, möge er. Oder andersrum. Möge ich dem Adanos seinen Weg erleuchten. Ja, ohne mich schafft hier doch keiner was. Vielleicht sollte ich auch Corinus übernehmen. Ja gut, was hätten wir jetzt noch? Das können wir noch nicht machen, das ganz oben. Richtos Lakai. Wir können zumindest schon mal die Quest starten. Snapperkrallen geben wir auch direkt ab. Also, ja, sorry, das Hin- und Hergereine. Aber lassen wir erstmal hoch. Geben wir das mit den Snapperkrallen ab. Zusätzliche Exp sind nicht verkehrt. Warum auch nicht? Einer von den Händlern hier war das, ne? Also nicht dieser Bürger. Du hast gedacht. Lutero, genau, hey. Lutero. Lutero war das. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Hier ist der Ring, den ich dir versprochen habe. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir den Ring bekommen. Und weiteres will ich auch nicht wissen. Dann können wir mal zum Richter gehen. Und mal gucken. Mal gucken, einfach mal gucken. Einfach mal gucken beim Richter, weil wir einfach gucken wollen. So, den Stadtwache ist auch egal, also. Oder Richters Wache. Kann ja jeder reingehen. Hey! Wie sieht's aus? Du dreckiger Söldner, machst gefälligst, dass du verschwindest, bevor ich die Wachen rufe. Langsam. Ich bin nicht hier, um dich zu bestehlen. Ich suche Arbeit. So, du willst also für mich arbeiten. Das ist natürlich etwas anderes. Da gibt es leider nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du wirst deine Loyalität erst beweisen müssen. Go, stell mich auf die Probe. Stell mich auf die Probe. Na gut, hör zu. Bring mir den heiligen Hammer der Magier des Feuers. Sie bewahren ihn irgendwo im Keller des Klosters auf. Wenn du das schaffst, dann werde ich darüber nachdenken, dich bei mir als Leibgarde anzustellen. Kein Problem. Alles klar. Gut, aber denk daran, wenn sie dich erwischen, habe ich nie von dir gehört. Ja. So, das ist auch kein Problem. Da habe ich auch schon einen Plan im Kopf. Wie kann man nur ohne Pläne einfach irgendwas machen? Man braucht immer Pläne. Man braucht immer Pläne, das ist so. Jetzt lass mal jetzt einfach zum Lord Hagen gehen und das mit den Drachen so weiter berichten, als dass wir in Minental waren. Und in der nächsten Folge dann kümmern wir uns entweder um das Auge Inos oder um den Richter, obwohl das erledigt sich dann auch mit. Von selbst würde ich schon fast sagen, weil wir das auch so ins Kloster müssen. So, ich möchte Schriften oder Rollen erwerben. Schriften über Magie erwerben. Ich darf das nur nicht vergessen dann, mit dem Hammer. Also auf den Weg, meine ich, können wir das mit erledigen. So, denn mein Plan ist es auf jeden Fall, ich brauche Schlaf. So, dann mein Plan ist es, Feuerregen. Ich denke mal, das nehmen wir auch. Alle drei. Feuerregen ist immer gut. So, Fall der Finsternis. Das brauchen wir nicht. Warte, wie viele... Mann, oder egal. Ist jetzt egal, dunkler Tod. Ist auch egal. Benötigen. Die benötigen nicht so viel an Mana. An sich. Lass mal probieren. Warum auch nicht. Dann Belas Zorn. Benötigt das Mana auch 5. Aber Schaden 130. Ich denke mal, das kaufe ich mir auch. So, anstatt die Feuerpfeile, dann Pfeil der Finsternis. Und Feuersturm benötigt nur 5 Mana. Unter der Vernichten. So, das braucht schon mehr. Eisblock ist auch nicht schlecht. Feuerball.
Blitzschlag. Blitzschlag braucht auch nur 5 Mana. Weil gegen diese Suchende ist schon nicht schlecht, wenn wir auch was Ordentliches dabei haben. So, Unwetter. Was ist das? Kleiner Kugelblitz, na ja, gut. Aber Blitzschlag, 5 Mana. Aber warum brauchen die immer so wenig? 5? Das ist ja besser als das. Beides braucht 5. Nur, dass die teurer sind. Das ist der einzige Unterschied. Minimal, maximal. Und... den Scheiß erstmal mal auch verkaufen hier. So. Dann, okay, gehen wir zum Lord Hagen und berichten das mit dem Dings hier. Mit dem Dings, du weißt schon, mit dem Dings, also hier, mit dem Dings, ne? Und du weißt schon, mit Dings. Mit Dings weißt du schon, dass wir hier noch was abgeben, was wir, wenn wir was haben. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 850 Goldstücke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben wir was wieder rausgebracht. Das war ein gutes Geschäft. Ja. So, Lord Hagen ist in dieser Modifikation nicht da, wo du immer dachtest. Also der ist nicht mehr im Rathaus, sondern wir müssen hier hoch. Und zwar in das neue Gebiet. Ah, Mann. So, und wer wird da reingehen? Das machen wir in der nächsten Folge. Also, kommentieren, abonnieren, liken. Und so weiter und so fort. Glocke läuten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Das ist mein Channel.